Dieser Tage reden wieder alle über den Soli. Die FDP fordert ja die Abschaffung. Warum eigentlich? Das Solidaritätszuschlagsgesetz, so heißt das ganze Ding, ist in den 90er Jahren eingeführt worden. Der Soli konnte erhoben werden mit dem Ziel, Ostdeutschland zu helfen und die deutsche Einheit zu verenden. Natürlich eine Generationenaufgabe. Diese endet offiziell am 31.12.2019, also diesen Jahres. Dann fällt der Solidarpakt weg und wir fordern, dann muss auch der Soli wegfallen. Das ist nämlich eine ganz besondere Steuer, die ist gar nicht vorgesehen. Und Verfassungsrichter bestätigen uns. Die sagen nämlich, das darf nur erhoben werden, also der Soli, diese Sondersteuer, wenn es auch eine ganz besondere Aufgabe gibt. Wenn die Aufgabe wegfällt, dann muss auch die Sondersteuer wegfallen. Wir fordern nicht nur die Abschaffung des Solis, weil es so populär klingt vielleicht, sondern wir sagen, das ist finanzierbar. Der Bund hat nach wie vor mehr Steuereinnahmen als im letzten Jahr und deswegen werden wir zeigen bei den Haushaltsberatungen, dass das möglich ist und zwar centgenau. Die FDP-Fraktion wird da liefern und dann kann der Soli zum 01.01.2020 wegfallen.